Und wie schnell bei Uni wollt? Warte, Univolt hat 1100. Das geht doch eigentlich auch. Damit schneller als der Wolf, oder? Ja, ist 50 schneller als der Wolf. Okay, dann nehme ich das mit dem Team und schmeiß den Wolf endlich raus. Wie gesagt, Valeris hat 1400. Aber wann kann man da einen Sattel bauen? Auf 38. Ja, das bin ich noch weit von entfernt. Und ist das ein Flugvieh oder ein Reitvieh? Das ist ein Flugvieh. Ja, weil ich habe halt gerne beides dabei irgendwie. Ja, also ich nehme zum Reiten, nehme ich das Chillet. Ich finde das gut, weil das halt so schmal ist. Hat noch jemand einen Univolt übrig? Denn das Problem ist, mit dem Univolt kommst du auch nicht durch die Höhlen durch, weil das so ein hohes Reitvieh ist. Weil es zu hoch ist? Ja, das ist wie das Eiktidier, das bleibt immer hängen mit dem Kopf. Okay. Oh. Also wenn es ums Reiten geht, würde ich halt, wie gesagt, den Rayhound empfehlen. Der ist auch klein, ne? Was ist denn das? Das ist so ein kleiner Wolf, ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. So ein Elektrowolf ist das. Achso, wo gibt's den kann, denn? Der kann Doppelsprünge machen. Ist auch nicht schlecht, ja. Genau, Rayhound ist klein und der hat 1150 als Geschwindigkeit. Also der ist gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, wann man da den Sattel bauen kann. Steffi? Den kannst du bauen, das kann ich dir sagen. Moment. Das müssten wir schon können. 26 kann man das schon. Steffi, kurz bevor du abhaust, du hattest doch ein Quaifon gehabt, oder? Ja, kann ich gleich mal gucken. Warte mal. Hat ja auch gute Stats. Ich würde nämlich gerne mir nochmal einen Bushi züchten, wenn's. Bushi kannst geht, du fangen. Besseren Bushi kannst du fangen. Brauche ich dafür eine besondere Rüstung in dem Gebiet, wo die sind? Nee, gibt's als Boss. Ja. Wo denn? Was habe ich gesagt? Bushi? Ja. Ich meine Anubis. Achso, ja, Anubis ist Level 47, das. Wird nicht deshalb so würde ich mir gerne mal einen züchten, der einigermaßen gut ist. Deshalb so ein gutes Chillet und ein gutes Wyvern. Wäre nicht wenn schlecht. Wenn, meinst du? Bei mir was? Ja, aber es gibt auch verschiedene Varianten, wie du den züchten kannst, ne? Bei mir steht Chillet, ein Quaifon oder Penken und Buschen. Mehr nicht. Es gibt übelst viele Varianten, wie du Anubis züchten kannst. Haben wir denn irgendwelche guten Wo Tiere? Guckst du denn nach überhaupt? Ich habe einfach irgendeine Seite genommen. Such mal nach Peldex einfach. Ja. Peldex.io. Da stehen für Anubis gefühlt tausende Kombinationen drin. Haben wir irgendwelche guten Tiere, die man da kombinieren kann? Weiß ich nicht. Also was? Peldex, Anubis-Züchtung, ne? Einfach nur Peldex eingeben und dann suchst du nach Anubis und dann scrollst du runter dahin, wo die Züchtung, ist. Wo kann ich jetzt suchen klicken? Jetzt oben gibt's eine Suchleiste. Links oben. Also die Quaifern, die ich habe, sind einmal Handwerksmeister und einmal Isolierung. Handwerksmeister wäre ganz so schlecht. Wir haben übrigens noch zwei Plätze frei hier im Lager, ne? So, jetzt hast das du. Das bewusst oder unbewusst so? So, du hast jetzt den Warsekt hier eingesetzt, aber der ist nur am Sehen. Ja, du hast ja auch gerade neue Felder gebaut, oder nicht? Ja, gut, das stimmt auch wieder. Robert, was kann denn dein Chillet alles? Nichts Besonderes, glaube ich. Okay, da muss ich da mal hier drüben schauen. Ich bin gerade im Kampf, ich kann es dir gerade nicht sagen. Ja, alles gut. Nee, dann schaue ich mal bei Anubis, was ich denn noch so kombinieren kann. Also Anubis kann wirklich, da kannst du fast alles reinschmeißen, um den rauszukriegen. Ja, am besten ist Penking und ein Bushi. Warum ist das am besten? Weil da immer ein Anubis raus. Es kommt auch bei den anderen kommt auch immer ein Anubis raus. Echt? Ja. Also wer erzählt denn was anderes? Also ich habe halt gelesen, es kommt halt drauf an, es gibt ja diesen Mittelwert, also jeder hat so seinen Züchtungswert. Ja.
Und Panking und Bushi ergeben genau, wenn man das addiert und daraus das durch zwei teilt, den Anubis-Wert. Also so habe ich es halt gelesen. Ich weiß nicht, mehrere. Welche Züchtungen sonst noch ein Anubis. Ja, es gibt hier eine Liste. Es ist so viel, ich kann das gar nicht alles. Soll ich es mal zählen, wie viele Kombinationen es gibt, um Anubis zu züchten? Nee, das sind so viele. Zähl die bitte nicht alle auf. Ich bin gerade selbst am Gucken. Das ist. Also die einfachste. Auch ein paar Torten übrigens. Ja, die sind in der Mache. Also eine ist zumindest in der Mache. Scheiße, gibt es da viele Kombinationen. Ja. Kann ich nur die passende zu mir raussuchen, ne? Jawohl, fast ein Profi und blitzschnell. Also, ich habe jetzt 70 gezählt und ich bin gerade mal die Hälfte des Balkens runtergescrollt. Das sind echt viele. Okay. Hat jemand einen... Also, ich habe natürlich selber noch nicht alle getestet, aber also mindestens 3 Stück davon habe ich schon getestet. Hat jemand von euch einen Kingpacker rein zufällig? Was, ein Melpacker? Kingpacker. Kingpacker. Achso, nee. Ich habe eins. Hat das gute Stats? Moment. Dann war so die Frage. Das hat überhaupt keine Stats. Gut, ist besser als negatives Stats. Genau, ich hab's aber auch nur, damit ich halt 100 mehr ertragen kann. Ach, das hast du dabei. Oder, ja, das musst du im Team haben, ja, damit du 100 mehr ertragen kannst. Aber das gibt's als Boss auf der Map. Also ich kann dir ruhig mitgehen, wenn du dir eins fangen willst. Ich habe 2 große Fähren noch, das dürfte eigentlich reichen, das dürfte ich eigentlich selbst schaffen. Ist halt Level 23, das könntest du theoretisch schaffen. Kann mir da noch gerade jemand den Beacon-Satten reinschmeißen? Achso, ja, warte, ich komme gleich zurück. Nur ganz kurz was gucken. Okay. Ah, habe ich noch gar nicht, Capsi. Okay, sehr gut. Dann kann ich hier gleich wieder hingehen zum Fangen. Weil wenn der nämlich gutes Stats ist, hat, wenn ich den Boss fange, dann würde ich den zum Fahren benutzen. Wir haben keine Elektrodrüsen für den Beacon-Sattel. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass wir Elektrodrüsen brauchen. Ja. Und das größte Problem ist eigentlich gerade auch, dass das mit dem Holz nicht so richtig funktioniert. Ja, dann schmeiß halt wieder das andere Vieh rein. Also. Wir haben noch 2 Plätze frei. Das hab ich ja vorhin gemeint, ob das unbewusst ist oder bewusst. Dann schmeiß halt noch 2 Dings rein. 2. Also im Singleplayer. Bei können wir es auch anspassen, ja. Im Singleplayer habe ich dieses Aegtyr Dir Terra benutzt. Ich weiß aber nicht, ob das besser ist im Holzfällen. Kurze Frage: Ein paar Leere stellen wir gerade her, ne? Verleeres, ja. Ja, dann bräuchte ich davon dann eins, um das zu kombinieren. Warte mal, das Warte mal, wie viel hat denn der Hirsch beim Holzfällen? Hat der eins? Zwei. Und das ist egal, welches du nimmst von diesen Hirschen. Ja, gut, wir können auch das. Ich schmeiß mal hier so einen Reinbrix rein, das kann ja auch was. Aber Holzfällen haben die alle nur 2. Ah, Bushi hat 3. Ja, aber Bushi macht halt viel zu viel anderes Zeug. Vasekt hat auch 3, hat aber auch ja, viele andere Sachen halt noch. Ne? Und hat jemand einen Wumpo? Wumpo ist, glaube ich, ein Boss. Ja. Also Wolle brauchten jetzt keine mehr, ne? Ja. Aktuell erstmal nicht. Dann schmeiß ich mal das Bushi noch rein. Kann ja nicht schaden. Elektrodüsen habt ihr gesagt, ne? Ja. Genau. Ist halt die Frage, ob sich das noch lohnt, wenn wir jetzt schon Verleeres züchten. Also ich werde dann auf jeden Fall von meinem Dings wieder, also von dem Beacon wieder umsteigen auf Verleeres. Cool, die Verlierer down ist. Ob man kann man da einen Sattel bauen? Ab 38. Aber Florian ist ja schon Level 38. Okay, dann. Aber den kann den Sattel halt noch nicht bauen. Ja, dann gib mir.
Eine halbe Stunde bin ich auch Level 38. Gibt es irgendein Tier, was elektrischen herstellt? Aber nicht mehr. Du meinst in der Farm? Ja. Musst du mal gucken, weiß ich, könnte sein. Was macht denn er hier für einen Quatsch? Meinst du, die droppen das? Es gibt auf jeden Fall welche, die Feuerdrüsen herstellen, soweit ich weiß. Ach so? Ja. Also ich meine das schon mal bei einem Pair gesehen zu haben. Müsste halt mal durchgucken durch die Liste, was es so für Partnerfähigkeiten gibt. Also Feuerdrüsen macht diese kleinen Flammviecher, die so aussehen wie Kuchen. Ja genau, dieses Flambell oder so heißen die, glaube ich, ne? Flambell. Achso. Deswegen, vielleicht gibt es auch sowas für Elektrodrüsen. Also ausschließen würde ich es nicht. Ja, die wie heißen sie? Komm schon. Joltox machen auch Elektrodrüsen. In der Farm? Ja. Na dann schmeiß mal was rein. Was ist denn ein Susaku Aqua oder Plaza Mood? Ja, aber was soll ich dafür rausschmeißen? Ich denke, wir haben zwei Slots frei. Nee. Stopp, ja, dann macht Bushi wieder raus. Stopp, dann gib mir das. Ich bin sowieso in einer anderen Base unterwegs. Dann kann ich das doch da drüben reinschmeißen. Ja, dann musst du, dann tu das Bushi raus. Ich? Ja, du. Ja. Und dann schmeiß ich einen Joltok rein. Sparkids müssten eigentlich auch Elektrodrüsen machen. Aber das hat keine Farmfähigkeit, das Joltok. Das ist keine Farmfähigkeit? Nein. Das kriegst du, glaube ich, nur wenn du das umbringst, kriegst du da die Drüsen. Achso, ja, dann drücke ich wieder raus. Dann. Warte mal, ich komm schon mal kurz durch. Ja, dann mache ich so ein Sparkit rein. Ah, der hat auch keine Farmfähigkeit. Ach, komm. Dann tue ich den Bushi wieder rein. Univolt hat auch keine Farmfähigkeit. Ja, im Prinzip musst du doch bloß mal kurz die durchgehen, ob es Elektroviecher gibt, die eine Farmfähigkeit haben. Warte, ich guck mal. Nee, gibt's nicht. Nee. Das gibt's nicht. Also, die müssen wir schon, wenn dann sozusagen jagen. Oder schlachten. Ja, oder wenn du viele hast. Du kriegst, glaube ich, wenn du es erst fängst und dann schlachtest, du kriegst du zwei kriegen. Drüsen. Mhm. Wieso haben wir jetzt eigentlich drei Futtertröge? Weil die anderen beiden so extrem voll waren schon. Ja, aber es gibt da bloß... weiß gar nicht, 10 verschiedene Sachen zum Essen. Ja, aber du hast ja teilweise die Rohmaterialien drin. Also ich hatte vorhin Probleme, das Fleisch, was ich gemacht habe, irgendwo unterzukriegen, weil ich nicht alles mitnehmen wollte. Ja, da müssen wir vielleicht auch mal einen Kühlschrank bauen irgendwie. Ja, aber dann brauchst du ja wieder ein Vieh, was es aktiv kühlt. Achso, ja, stimmt. Wir müssen mal auf diese ganzen elektrisch betriebenen Sachen kommen. Gibt doch bestimmt auch einen Elektrokühlschrank, oder? Ja. Obwohl ich der Meinung bin, dass mal das Fleisch eigentlich gar nicht groß braten braucht, sondern das einfach so verbrauchen. Ja, aber der Nährwert ist doch deutlich höher, wenn du es brätst oder nicht. Ja. Ja, der ist schon höher, ja, aber da wir ja so viel sonst an Nahrung herstellen. Also ich meine, wir haben 1000 Tomaten. Wo wird denn der Salat eigentlich aktuell eingelagert? Hier. Tue ich mal die Beeren dahin, damit sie die Beeren fressen und nicht ihren Salat wegfressen. Weil die fressen immer von links nach rechts. Ja. Aber ich bin aufgefallen, dass das Univolt kann extrem weit springen im Vergleich zum... Man muss halt immer
drauf gucken, dass zum Beispiel Salat immer ganz links ist bei allen drei Futtertrögen. Drum finde ich den dritten jetzt gerade ein bisschen anstrengend. Ja, dann machen wir halt wieder weg. Ist ja okay. Nein, in einem ist halt kein Salat drin. Was habe ich denn hier dabei? Wir haben mal 51 Salat, die packe ich mal. Tu mal hier die Beeren raus, da den Salat rein. Dann tu mal hier die 1000 Beeren rein. So. Wo habe ich denn die Asox schon komplett? Ja, Robert, du levelst doch. Naja, wenn der Florian das Zeug nicht herstellen kann, muss ja irgendjemand leveln. Kurze Frage, wenn ich auf Univolt sitze und schieße mit meiner Pistole, dann stunne ich die Viecher, oder? Das kann sein, ja. Das ist oft, wenn du von Reittieren aus irgendwas machst, kriegst du immer irgendwelche Zusatzfähigkeiten. Stark. Das ist auf dem Beacon auch so. Okay. Dass du extra Elektroschaden machst, wenn du schießt. Gut zu wissen. Ja, das hast du halt bloß bei diesen Normalviechern nicht, also bei dem komischen Wolf und so. Die können das halt nicht. Komischer Wolf, der hat mich von Anfang an des Spiels begleitet. Das war mein treuer Begleiter. So, ich gehe erstmal am Penking fangen hier. Weil da brauche ich ja auch 10 Stück von. Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen schade, ne? Wenn du die Bosse halt in der Gruppe machst, dann kriegst du sie zwar schneller kaputt. Aber es bringt ja halt am Ende. Ja, also am Ende bringt es halt nur einem was, ne? Es gibt ja diese Naturschutzreservate, wo die Bosse offen rumlaufen. Und da kannst Bosse du theoretisch. Sind das dann auch Boss-Varianten? Da laufen. Also es gibt drei Naturschutzgebiete. Das Problem ist halt, sobald du darauf landest, kann es halt sein, dass die Miliz dich angreift und dich komplett, auch wenn du schnell reist, über die komplette Map verfolgt. Das ist halt das Problem. Wie schnell spawnen Bosse nach, die frei in der Welt rumlaufen? Das kann ich jetzt nicht sagen. Also die in den Arenas, die spawnen jede Stunde. Und dann gibt es die Naturschutzreservate. Da ist halt die Miliz, die darauf achtet, dass du da keine Pelz fängst. Und sobald die dich angreifen, verfolgen die dich halt permanent. Die spawnen dann auch bei dir, ne? Ja, auch wenn du schnell reist, spawnen die dann direkt wieder bei dir. Okay. Das ist halt noch so ein bisschen buggy. Ja. Wo finde ich denn einen Bump? Ja, das hat er ja vorhin gesagt, das ist ja wahrscheinlich auch ein Boss. Der wird doch oft angezeigt werden, oder? Ja, nur wenn du schon eins gesehen oder gefangen hast. Pardex. Nee, auf der Map. Achso. Ja, ein Pardex müsstest du alle sehen. Also auf der Webseite, Pardex. Ja, ja, der ist rechts von unserer Insel. Da haben wir noch gar nichts freigeschalten. Was suchst du? Wumpo. Ja. Hier ist ein Wumpo-Botan 38, den sehe ich auf der Map schon. Aber Level 38, weiß ich nicht, ob der jetzt schon machbar ist.
Nee, nee. Dann lassen wir das mal. Und der ganz normale Wumpo, wo spawnt der? Okay, das spawnt da oben im Eisgebiet. Ja, es wäre echt hilfreich, wenn ich nochmal von irgendjemandem einen Sattel, glaube ich, bekommen könnte. Für den Biegen, weil so ein Pflegeviech bräuchte ich aktuell eigentlich schon noch. Ja, wenn du die. Ne? Genau, wenn du die hast, können wir es gerne machen. Leider nein. Also, ich habe eine jetzt. Eine Elektrodrüse. Ja! Okay. Aber du brauchst halt 20, ne? Ja, das ist schwierig. Sag mal, das Chillet gibt's da auch irgendwo als Boss. Wo sind das? Ach, da unten. Ach, du hast gar keinen Boss gefangen, oder was? Nee, ich hab normales gefangen. Können wir noch Torten herstellen? Oh, wohl mal, können wir zurück. Das hält man Morest nicht nochmal aus, was du da machst. Ach, da bist du ja, Steffi. Der Boss ist halt Level 11, aber ist ja nicht so schlimm, der levelt ja schnell. Ach, du hast einen Chillet im Eisgebiet gefangen, oder was? Nee, ich glaube, das ist sogar aus einem Ei geschlüpft oder so. Okay. Alter, Marmorest. Das kommt hier natürlich nicht hoch. Brauchen wir eigentlich noch diese heißen Eier von dem, was du gerade züchtest? Wieso? Naja, ich glaube, wir haben jetzt das 7 oder 8 Stück schon. Naja, aber du brauchst ja erstmal, braucht man ja eins, um das erstmal zu haben, und dann brauchst du ja schon 4 Stück für die erste Stufe und dann brauchst du 16 für die zweite Stufe. Ach, du willst den dann auch hochleveln? Wir können auch gerne wieder auf Dicktoys umstellen. Aber ich weiß halt nicht. Ich wollte nur fragen, wofür wir dann so viel herstellen. Ja, also wir können auch wieder auf Dicktoys umstellen. Und wie gesagt, ich brauche ja kein Dicktoys, das zu trinken. Ich wollte nur mal fragen, wofür du. Das weil man nie genug Pelz züchten kann. Okay, hab's verstanden. Ja. Ja, ja, schon. Aber ich muss dann irgendwann auch mal verkaufen, weil bei mir die Box voll ist. Oder ein. So. Ich brauche Munition und Halsfern, das ist doch. Ich würde mir dann mal so einen hochwertigen Helm herstellen. Braucht noch jemand einen? Ja, ich bräuchte tatsächlich auch noch einen. Du hast selber nicht gelernt vorher? Nee. Okay, und ich habe weder hochwertige Helme noch habe ich sonst irgendwas. Kann mir dann mal jemand Gewehrmunition reinschmeißen? Oder fehlt dafür irgendwas? In der Kiste müssten doch 200 Schuss liegen. Also ich hätte vorhin 100 rausgenommen. Ich habe mir nichts rausgenommen. Aber ich könnte dann auch mal wieder was gebrauchen. Ja, dann schmeiße ich dann noch mal was rein. Weil ich habe 7. Ich habe 19. Wie voll waren meine Box jetzt hier? Ah, gut, ein bisschen was habe ich noch frei. Okay, es werden nochmal 170 Gewehrmunition hergestellt. Danke. Dann mache ich nebenbei mal wieder Spießpulver. Haben wir auch genug für die hochwertige Axt?
Fragezeichen. Um die herzustellen. Keine Ahnung, muss ich gucken. Ich hab's nicht gelernt, ich kann's dir nicht sagen, weil ich nutze Pelz zum Abbauen. Ja, ich nicht. Ja, 10 brauchen wir dafür, 10 hochwertige. Ja, die haben wir doch, oder? Ja, wir haben 96. Ja, aber wir brauchen jetzt auch was für die Helme, ne? Wie viel denn? Also wenn wir 4 Helme haben wollen, brauchen wir 80. Wir haben noch 96. Ja. Wo ist denn hier? Ach so, ja, ich brauche dann aber mal eine Werkbank, um das da auch herzustellen, ne? Halt mal hier, dann müssen wir erstmal das Schießpulver bauen. Yep. Komm, ein dritter Anubis. Komm, Florian. Schmeiß ihn hin. Ihr müsst euch entscheiden. Erst Munition, dann Schießpulver. Ich brauche da drüben das Band, wenn ich da die Helme herstellen soll. Ja, ja, mhm. ist er jetzt gleich fertig hier. Was ist mit der minderwertigen Munition? Verwendet die noch einer außer mir? Ich nehme sie auch. Okay, dann nehme ich mir nur die Hälfte. Da kannst du dann vor den Helmen die bessere Axt herstellen. Wenn das Schießpulver fertig ist. Das ist ja gleich fertig, da sind 3 Anubis dran, die sind gleich durch. Okay. Einer hat es dann weggenommen, oder? Was? Axt brauchst du? Ja. Dann fehlen uns da 32 Holz. Okay, die hole ich schnell. Ihr könnt aber auch bei der Holzstation gucken, ne? Das muss manchmal nur abgeholt werden. So, was ist denn hier mit den Anubis schon wieder? Die sind schon wieder sonst wohin verteilt. So, danke. Wenn du deine komische Axt hast, die kein Mensch braucht. Ich brauche das. Ich bin nämlich 3-mal schneller wie eure Holzfarben. Ja, musst du es aber aktiv machen. Das andere passiert halt passiv. Ja. Lass mal lieber dein Dings hier. Den kriegst du ja gleich wieder. So. 60. 90. So sind eure Viecher nett. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit 130 Holz gefarmt. Mhm. Ja, ist ja okay. Wir können dich ja auch anstellen statt der Pelz. Ja, habe ich auch keinen Stress mit. Du kannst auch dich da hinstellen und farmen. Du kannst übrigens auch an der Holzfarm Holz selber herstellen. Geht ja nicht so schnell. Bist du sicher? Dafür brauche ich Arbeitstempo. Da bin ich langsamer unterwegs. Das habe ich schon ausprobiert. Okay, es werden 15 Torten produziert. So, mhm. Hatte ich jetzt eigentlich. Hacken wir das heute noch? Was? 24 Minuten. Nee, ist 1 Minute nach Mitternacht. 24 Minuten. Nein, ich meinte, 24 Minuten haben wir noch. Ach so, ja, es dauert aber hier noch 42 Minuten. Außer du schmeißt jetzt auch nochmal ein. Wir wollen nochmal so ein Ding hin, du schmeißt auch noch einen Wohlwag dran. Der hitzt doch schon. Ja, das reicht aber nicht. Ja, dann gibt's halt das nächste Mal die Viecher, ist doch egal. Nein. Ich will heute schon der Allerbeste sein.
Ja, da musst du aber schon alle Arten gefangen haben. Ich hab schon recht viele. Ja, ich brauch noch. Wie viel gibt's insgesamt? 111. Ja, da fehlen mir noch 33. Wo siehst du das? Bei registriert, ne? Also. Ah, mir fehlen noch. Hey, ich hab 65 registriert. Ich hab 73. Also 37 fehlen mir noch. Dann würde ich doch. Du meinst 38, wenn du 73 hast. Ach, sind 111, nicht 110. Ja, dann. Ja. So, die Munition ist fertig. Pack ich mal in die Kiste. Jawohl, dankeschön. Ja, die ist für alle, nicht nur für dich. Ja, das habe ich schon verstanden, aber weil sich die Steffi 100 rausgenommen hat, hat sie ja bestimmt noch mehr als genug. Ja, ich habe noch. Ja, dann kannst du ja 75 für den Robert drin lassen. Ich habe 95 drin gelassen. Ja, ich stelle ihn nochmal. Alles gut, ich habe selber noch, ich habe mir vorhin selber noch was hergestellt. Ich habe jetzt 30.